Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Der Rekordmeister gegen die seit Jahren unglaublich starke Borussia. Und es sei daran erinnert, wir sehen gleich eine Neuauflage des Finales in der Königsklasse. Und im deutschen Fußball gibt es derzeit wohl keine spannendere, interessantere Partie als diese hier. Das könnte natürlich ein echter Knüller werden. Der Spitzenreiter gegen den Dritten. Setzt sich der Favorit erneut durch oder gibt es eine Niederlage? Halten Sie die Spitze oder wackeln Sie? Und der Schiedsrichter der heutigen Partie heißt Steffen Schwurbel. Anzuschauen, denken sich auch die Verteidiger, fehlt eigentlich nur noch, dass sie klatschen. Achtung, Dest! Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Er konnte passen! Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Dante. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Mandzukic. Wenn irgendeiner auf die Idee mit den hohen Flanken kommt, dann ist er zur Stelle. Kroos. Lahm. Badstuber. Steigamba. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Der Ball ist frei. Philipp Lahm wird das machen mit dem Einwurf. Schweinsteigamba. Schweinsteiger. Und sie verlieren den Ball auf dem Flügel. Sicherheit zuerst, das ist das Motto in diesem Zweikampf, erklärt auf Kosten eines Einwurfs. Ja, das gibt einen Eckball. Mein Gott, was war das für eine Ecke? Lojikowski bewegt den Ball. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Eine etwas schlampige Flanke, sowas wird mit Leichtigkeit abgefangen. Oh! Ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Und Eckball gibt's. Den hat er gut aus der Gefahrenzone weggefaustet. Die da was draus machen.
schlechte Ecke. Auch so kann man sich befreien. Reus. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Jawohl, abgefangen. Schmelzer. Subotic. Reus. Jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein Loch aufzureißen. Ja! Kann er diese Flanke verarbeiten? Herr Ober, zwei kurze. So kriegst du den Kopfball nie. Ja, also mit der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Martinez, Zweikampf um den Ballbesitz. Toni Kroos. Mandzukic. Da setzt er zu Grätscher. Der Schiedsrichter hat kurz nachgedacht. Vorteil oder Pfiff? Er entschied sich für den Pfiff. Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Schweinsteiger am Ball. Souverän geklärt. Gibt Abstoß. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Piszczek. Bender. Besitz für Bayern München. Mandzukic. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Dieser Schuss, liebe Fußballfreunde, war kein Qualitätsnachweis. Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Schweinsteiger am Ball. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Zu früh gestartet. Abseits. Javi Martinez. Ja, da kommt was auf uns zu. Groß. Ja, der wäre durch gewesen. Aber abseits. Glück für die Abwehr. Mandzukic. Bender. Gündogan. Marco Reus. Gute Flanke. Lojikowski bewegt den Ball. Reus. Schweinsteiger.
0:0, das ist das Ergebnis zur Pause, aber das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Das steht bei mir im Festsatz. Wer die Dinger nicht reinmacht rechtzeitig, der wird sich noch wundern. Ja, also ich habe auch den Eindruck, was die hier so liegen lassen, da kann es sogar passieren, dann fangen sie sich noch einen Konter und haben gar nichts. Vielleicht fällt hier doch noch der Siegtreffer. Und vielleicht ist der Trainer mit der Auswechslung erfolgreich. Will jetzt hier vielleicht noch ein Joker-Tor. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Achtung, Dest! Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Könnte es gefährlich werden. Schweinsteiger. Die verstehen sich blendend. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Ja, und die Flanke abgefangen. Groß. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ribéry. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Können Sie die Flanke verwerten? Pfosten! Das sieht nach einer guten Torchance aus. An die Latte! Aber der Ball ist noch heiß! Der ist drin! Tja, Buschi, das war ein schönes Tor, aber irgendwie kam es doch ziemlich überraschend. Ja, weil der Torhüter bisher ja überragende Leistungen hier gezeigt hat. Vielleicht war er da ganz kurz unkonzentriert, keine Ahnung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihn das in irgendeiner Form aus dem Griff bringt. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. So, jetzt haben wir das erste Tor schon in der zweiten Halbzeit. Das hat lange gedauert. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Da drängt er ihn raus, Ribéry mit dem Ball jenseits der Linie. Wird gewechselt. Gündogan. Jawohl, abgefangen. Schweinsteiger am Ball. Die Chance. Souverän abgewehrt. Sven Bender. Und der ist drin! Borussia Dortmund trifft und hier kommt die Wiederholung. Gerade noch den Strafstoß pariert und bei der nächsten Aktion, da scheppert's doch! Javi Martinez. Schweinsteiger. Wirkt das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Mandzukic. Ribéry. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Bastian Schweinsteiger. Er will die Kugel. Philipp Lahm.
Piszczek. Da möchte ich doch mal gerne die 100-Meter-Zeit wissen. Wie schnell denn? Definitiv zu schnell für alle Verteidiger. Wahnsinn. Jetzt schießt er und... Das war ein Ball mit rasender Geschwindigkeit, aber er hat ihn gehalten. Gut angenommen und behauptet. Müller. Thomas Müller, jetzt steht er frei. Javi Martinez. Gündogan. Jetzt ist er ganz frei durch. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Einwurf gibt es, fast an der Eckfahne. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt noch mal auszuwechseln. Einsteigerball. Mandzukic. Rafinha. Genau so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Ein sauberes Tackling. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Und jetzt ist er durch. Achtung! Und er trifft. Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Javi Martinez. Nicht einfach zu halten, da lag eine Menge Wucht in dem Ball. Die Abwehr steht goldrichtig. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Ribéry. Er lässt es laufen. Vorteil für Bayern München. Lahm. Bei diesem Foul, da reicht der Freistoß überhaupt nicht aus. Es gibt eine gelbe Karte, natürlich. Toni Kroos. Ach du lieber Himmel. Wojciechowski bewegt den Ball. Tolle Flanke. Den hat er soeben klären können. Weiter Rangelei um den Ball. Der Gegner ist am Boden und sie treten weiter munter drauf. Aber es wird ihnen ja auch total einfach gemacht. Das gibt's doch gar nicht, meine Herren. Und noch einer oben drauf und gar nicht schlecht. Und damit noch deutlicher Spiel. Das Schlussresultat, ein Triumph für die Sieger, eine Demütigung für die Verlierer. 4:0. Was für ein einseitiges Spiel, was für ein einseitiges Ergebnis, wie peinlich für die Verlierermannschaft. Also das ist mit das Dominanteste, was ich in dieser Spielzeit gesehen habe. Ich hoffe und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht wie mir, sich dieses Spiel anzugucken. Mein Name ist Manni Breukmann, ich sage Ihnen Tschüss, auf Wiedersehen, bis die Tage.